dem 10.1, Bebauungsplan Nummer 110.6 Dresden, Mitten Nummer 7. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein und hier wird die SPD beginnen. Herr Treves. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Als erstes mal freue ich mich sehr, dass dieser Tagesordnungspunkt dann heute zur Abstimmung kommt, dass es nun inzwischen gelungen ist, Einigkeit zu erzielen und die entsprechenden Verträge, die Voraussetzung dafür waren, dass wir heute hier drüber entscheiden können, von allen Seiten zu unterzeichnen. Das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Gleichzeitig möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmal bei allen Beteiligten bedanken, die an diesem Prozess mitgewirkt haben. Explizit auch die Kolleginnen und Kollegen von der CDU, von den Linken, von den Grünen und eben auch Herr Linnemann von Seiten des Projektträgers. Weil ich fand, das war durchaus ein sehr, sehr konstruktiver Prozess und das war auch ein Prozess so, wie wir hier seit 2014 in dieser Stadt auch mit Investoren vorhaben, umzugehen und auch mit ihnen umgehen. Nämlich, dass wir das Gespräch suchen über ihre Vorhaben. Und dass wir mit Ihnen diskutieren, welche Verbesserungen für die Menschen in dieser Stadt eigentlich denn noch möglich sind. Und genau in diesem Bereich ist uns auch bei diesem Vorhaben das eine oder andere gelungen, zusätzlich zu dem ursprünglichen Entwurf des Projektträgers noch umzusetzen. Genannt seien hier exemplarisch Wohnungen, die behindertengerecht sind, Wohnungen, die barrierearm sind, auch in einer größeren Anzahl, als das im Vorfeld geplant war. Und auch die Möglichkeit, dass beispielsweise zusätzliche Radbügel vor diesem Gebäude entstehen, die genutzt werden können und auch, dass im Bereich der Parkplätze geschaffen werden für Fahrzeuge, die mit Elektro betrieben werden und dementsprechend aufgeladen werden können, aber auch Plätze für Carsharing, um sozusagen auch alternative Mobilitätskonzepte mit zu fördern. Ich fand das einen sehr, sehr gelungenen Prozess und freue mich, dass wir jetzt hier endlich den Schritt tun können, dem zuzustimmen und würde mich auch sehr freuen, wenn wir das heute alle gemeinschaftlich, so wie auch die Verhandlungen gelaufen sind, tun werden. Dankeschön. Wird FDP das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. AfD das Wort gewünscht? Auch nicht der Fall. Dann sind wir bei der CDU, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute beschließen wir über die Satzung zur Sternstraße. Man muss erst mal sagen, so gut wie es ist, endlich wieder mal ein Satzungsbeschluss, der, ich sag mal, das Thema Wohnen ein Stück vorantreibt. Wie alle wissen, liegt das Gelände ja seit Ende der 90er Jahre brach. Obwohl es voll erschlossen wurde, gab es lange Zeit kein Interesse am Dresdner Wohnungsmarkt für Geschosswohnungsbau noch. Ich kann mich erinnern, noch beim Werkstattverfahren, was da mal durchgeführt wurde, vor 3-4 Jahren, gab es noch große Skepsis, dass sich sowas lohnt. Zwischendurch kam das Hochwasser 2012 und das Gelände wurde zu großen Teilen überschwemmt. Dank dem Hochwasserschutz, der da nun mittlerweile eingerichtet wurde, ist nun der Bau von 400 Wohnungen greifbar. Es war dennoch eine schwierige Geburt, das muss man ehrlicherweise sagen. Es gab große Bedenken zuerst beim Thema Hochwasser und beim Thema Umweltschutz. Von unserer Seite, das muss man auch klar sagen, wurde die geplante Bauhöhe, welche sich ursprünglich an der Übigauer Klagemauer, wer es kennt, die da 7 bis 8 Geschosse hat, orientieren sollte. Wir fanden auch den Rückbau der bereits vorhandenen Erschließung und der durchgehenden Magistrale dort, der Allee, welche sehr stark genutzt wird von Radfahrern und Fußgängern, fanden wir aus architektonischen Gründen wenig sinnvoll. Da wurden wir aber auch letztendlich überzeugt. Und zudem, sage ich mal, ist ein Riesenproblem, waren die Gewerbetreibenden, die dort in dem Bereich ansässig sind. Dennoch konnten, sage ich mal, auch in konstruktiven Zusammenarbeit mit der Verwaltung, mit dem Investor und auch mit den Kollegen der anderen Fraktionen, konnten Kompromisse gefunden werden, die aus meiner Sicht für alle Seiten tragbar sind. Ich hoffe, dass sich daraus jetzt eine Initialzündung für die Entwicklung des gesamten Geländes ergibt, was sich auch mittlerweile schon andeutet, da ja schon einige andere Investoren dort mittlerweile Bauanträge gestellt haben oder
die Sachen im Verfahrensgang sind. Wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass sich die nun etwas niedrigere Bebauung, die wir dort festsetzen konnten, sich auch in die Blickbeziehung, insbesondere von der Elbe, so halbwegs harmonisch einpassen. Das wird man sehen. Die Verzögerungen von fast einem halben Jahr sind diesmal nicht auf Politik und auf Verwaltung zurückzuführen, sondern liegen eher beim Investor. Wir können diesem Projekt eigentlich nur alles Gute wünschen und hoffen, dass es dort in dem Gebiet weiter so geht. Als nächstes für die Fraktion Die Linke, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und im Stream. Ich habe mir drei Worte aufgeschrieben für diese Rede. Einmal Selbstbewusstsein, dann zielgerichtetes Handeln und mit allen und für alle Seiten handeln. Aber bevor ich jetzt anfange, es ist ja sehr interessant, bitte. Ich will doch auch was Positives zu Ihrer Fraktion sagen. Jetzt lassen Sie mich doch erst noch mal ausreden. Ja, also immer diese vorschnellen Abgesänge. Aber interessant ist doch hier bei Ihnen direkt um die Ecke, die AfD, jetzt hat sie keine Lust zu reden, ja, eben noch irgendwie groß gescholten und gesagt, oh Gott, hier würde verhindert und so. Naja, jetzt werden 100 Millionen investiert in etwas, was seit 20 Jahren rumliegt. Erschlossen ist, voll erschlossen und jetzt passiert hier was. Naja, da sagt man nichts dazu. Mein Selbstverständnis von diesem Stadtrat und auch von mir als Stadtrat ist, dass man an die Probleme der Stadt selbstbewusst rangeht. Das heißt, dass man sich nicht einfach nur zum Abnicken irgendwo trifft und sagt, jo, mach mal, Investor, sondern dass man mit dem Investor redet, dass man mit der Verwaltung redet, dass man mit den Menschen redet, die dort in der Nähe sind und dass man dann gemeinsam eine Lösung sucht. Und um dieses dann zu erreichen, muss man auch wissen, welches Ziel man hat. Und das Ziel ist natürlich, zumindest aus meinem Selbstverständnis, eine sinnvolle für die Stadt und für die Menschen in der Stadt, für die Wirtschaft in der Stadt, für alle, wenn man so will, für den Verkehr in der Stadt, eine schöne, sinnhafte Stadtentwicklung. Und das ist definitiv ein größeres Areal mit Geschossbau neben einer Straßenbahn, in der Nähe von anderen Straßenbahnen, von mir aus in der Nähe der Autobahn. Das ist also auf jeden Fall eine schöne Sache. Und wenn man jetzt aber weitergeht und überlegt, wie kommt man an dieses Ziel, dann heißt es, so hatte ich es mir aufgeschrieben, mit allen Seiten, für alle Seiten, dann muss man mit den Leuten reden. Und Herr Böhm hat es schon angesprochen, wir haben innerhalb des Stadtrats miteinander geredet, mit der CDU, der SPD, die Linke, ich als Pirat. Wir haben mit dem Projektentwickler geredet und wir haben ihm gesagt, was wir uns so vorstellen. Und wir haben ihn auch überzeugt, ein Stück weit, davon, dass es nicht darauf ankommt, ein Maximum an Wohnfläche allein zu schaffen. Weil wenn ich ein Gebiet habe, dann mag das vielleicht noch gehen, aber wenn ich zwei oder drei oder vier Gebiete habe nebeneinander, dann geht das eben nicht mehr. Weil die Leute wollen ja nicht nur wohnen. Die Leute wollen auch Brötchen kaufen, die brauchen eine Zeitung, die müssen irgendwie zu ihrer Arbeit kommen, die wollen Freizeit haben, die möchten ein schönes Wohnumfeld haben und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir mit ihm gerungen, ja, das muss ich schon sagen. Es war aber ein konstruktives Ringen. Und jetzt haben wir in einem begleitenden Vertrag zugesichert bekommen, dass er auch einen Anteil an einer Kita trägt. Die Verwaltung hat auch mit unserer Unterstützung, sehr dafür gerungen, dass der Spielplatz, der dort jetzt seit 10 Jahren eigentlich nicht mehr funktioniert, dass der wiederhergestellt wird. Es gibt einen Grünzug, es gibt Carsharing-Plätze und noch barrierefreie Wohnungen, rollstuhlgerechte Wohnungen. Und es ist auch uns sehr klar geworden, dass auch Politik, auch Stadtpolitik, kein Wünsch dir was ist. Uns ist auch ganz klar aufgezeigt worden, wo die Grenzen sind. Man darf es nämlich nicht überreizen. Aber das führt mich wieder zu meinem Anfangswort des selbstbewussten Stadtrats, der Verantwortung, die man hat. Ja, wir sind nicht nur ein Abnickverein. Und um es jetzt abzuschließen, wenn sich alle Beteiligten, die Verwaltung, die Politik oder meine ich durchaus auch ein breiteres Spektrum, der Investor, die Investorin, von mir aus, ist mir egal, ja, aber wenn sich
die Leute bewegungsfreudig zeigen, wenn man miteinander redet, wenn man sagt, okay, das kann ich mir vorstellen, wenn man auch mal was zugibt, ja, oder also weitergeht, dann kann es schnell gehen. Und in der Tat, diese Sache ist relativ schnell über die Bühne gegangen. Das letzte halbe Jahr ist nicht unsere Verantwortung, nicht unsere Schuld, dass es so gekommen ist. Jetzt haben wir dort einen B-Plan aufgestellt, hoffe ich gleich. Und damit können wir dann gleich vielleicht auch in die Pause gehen. Dankeschön. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Herr Löser für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, liebe Kolleginnen, Herr Schulte, wir sind nachher die Pause jetzt schon eingeläutet. Ich bin trotzdem jetzt so frei, noch kurz zu sprechen. Ja, vieles ist gesagt. Ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen. Worin wurde ja hier behauptet, hier werden keine B-Pläne beschlossen. Es wird gerade ein B-Plan beschlossen. Vorhin wurde gesagt, es gibt kein privates Investment. Wir beschließen gerade privates Investment im Wohnungsbau. Und ich habe mich gefreut zu hören von der CDU, dass sie dieses Verfahren, Werkstattverfahren, was sie ursprünglich sehr kritisch gesehen hat, mittlerweile akzeptiert als ein Verfahren, was Stadtentwicklung qualifiziert. Und genau das ist ja auch der Sinn an diesen Verfahren. Und es wurde ja auch schon gesagt, wir haben im Verhandlungsprozess hier mit dem Vorhabenträger zusammen überlegt, wie wir eben seine Ziele mit denen der Stadt verbinden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was da schlecht dran ist, wenn wir sagen, wir wollen gern, dass er sich beteiligt, zum Beispiel an dieser Kita mit 300.000, oder dass er darüber nachdenkt, was er dort für einen Mietpreis am Ende auch aufruft. Und wir sind sehr froh, dass er da durchaus überlegt hat und eben in seinem Vorhaben die Planung jetzt so geschichtet hat, dass er eben dort nicht mit Forderungen reingeht, wo er mittlerweile auch selbst wahrscheinlich sieht, dass die utopisch sind, sondern dass er schon sagt, er bietet im Segment von 8,50 da auch durchaus Wohnungen an, was er so zunächst nicht vorgesehen hatte. Und so war es möglich, eine ganze Menge von Dingen bis zur Begrünung von Flachdächern dort mit ihm zu verhandeln. Und aus meiner Sicht gewinnt ein Projekt dadurch. Und Herr Schulte-Wissermann hat es schon gesagt, das ist doch unsere Aufgabe als Stadtrat. Wenn jemand kommt und sagt, er will da was bauen, da sagen wir, schön. Dann gucken wir gemeinsam, wie wir dieses Vorhaben so hinkriegen, dass sowohl die Stadtvertretung, Stadtrat, als auch der Vorhabenträger am Ende mit dieser Bebauung dort zufrieden sind. Und es wäre doch eigentlich schön, wenn wir diese positiven, sagen wir mal, Aushandlungen, die wir hier haben und auch Zusammenarbeiten, die wir hier haben mit den anderen Fraktionen, und es ist ja schon gesagt worden, dass da nicht nur RGR beteiligt war, wenn wir das mehr in den Vordergrund rücken, dann kann man sich vielleicht auch diese etwas ritualisierte Debatte am Anfang des Stadtrates dann vielleicht auch ein bisschen sparen. Ich will noch mal klar sagen, das ist der Auftakt für dieses Gebiet dort. Bis 2017 sollen 180 Wohnungen gebaut werden, insgesamt 460 Wohnungen. Und wir wissen, dass nebenan mit dem Mika-Quartier dann weitere 900 Wohnungen entstehen. Und es ist doch ein Erfolg und den sollte man hier auch nicht kleinreden. So viel und vielen Dank. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? 60. Mit 60 Ja-Stimmen wird das so angenommen. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir in die Pause bis 19.05 Uhr. Wir fortsetzen. Da haben wir schon mal einen kleinen Hinweis, da ich jetzt einen kurzen separaten Termin wahrnehme, werde ich etwas später wieder eintreffen. Kollege Sittel wird nach der Pause zunächst mal wieder Sitzung fortsetzen.